Da bin ich wieder. Hey, es funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen, weiteren Session Dead by Daylight. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin nicht vom Spiel disconnected. Ich bin nicht vom Chat disconnected. Ich bin lediglich vom Stream disconnected. Aber jetzt geht's wieder. Mach Reload, Chat. Mach Reload. Dann sollte es wieder funktionieren. Komische Sache. Oh, Alavon geleakt. Zwei Gens noch. Was soll das hier? Big Bruch, ich bin nicht disconnected. Ich weiß nicht, warum der Stream weg war. So eine Scheiße. Ich muss nicht mal reloaden. Oha, wie cool. Ich dachte immer, man muss reloaden. Seltsam. Es war einfach weg auf einmal. Aber im Spiel bin ich drin geblieben, wie ihr seht. Twitch-Bug. Vielleicht ist die Twitch-Server verbuggt. Beauty, willkommen zurück. Ich dachte, du streamst. Du streamst ja gar nicht. Du hast irgendwas anderes gemacht. So, leider ist gerade der Stream bei mir abgekackt. So eine Pleite. Ich habe jetzt den Frankfurter Twitch-Stream-Server genommen. Gleich. Wunderschönen guten Abend, Fuego. Wunderschönen guten Abend, Big Bruch. Leider ist es jetzt ein neuer Stream. Eigentlich streamen wir schon seit über 1 Stunde. Naja, Twitch sagt, wir streamen seit 2 Minuten. Frankfurt, yeah. Ich musste leider den Stream neu starten. Warum auch immer. Aber, warte mal ganz kurz. Hä? Okay. Passiert mir auch oft. Ganz komisch. Der war einfach weg, der Stream. Aber im Spiel bin ich online geblieben. Also meine Internetverbindung war nicht weg. Braun und Vodafone keine Freundschaft. Dann wäre ich ja aus dem Spiel auch rausgeflogen, Big Bruch. Aber bin ich ja nicht. Das ist ja die Zwietracht daran. Bin ja nicht rausgeflogen. Ah, voll gegen den Baum gerannt. Der Killer ist lieb. Der macht nichts, Chat. Killer macht nichts. Glaube ich. Man merkt voll, dass du aus Frankfurt kommst. Hä, sie kommt gar nicht aus Frankfurt. Sie kommt aus irgendeinem Dorf. Sie ist ein Dorfkind. Ich gehe lieber raus. Bam. Sie kommt aus irgendeinem Dorf. Ich glaube Punktstadt oder sowas war das, ne? Ich bin jetzt Level 27 im Battle Pass. Es gibt 85 Level. Und das ist mein Ziel, Level 85 zu werden. Wie viele Tage habe ich noch Zeit? Wie viele Tage habe ich noch Zeit? 30 oder so? 40, 50, 60? Ich weiß gar nicht. Hey, wieso haben jetzt alle die Gruppe verlassen? Warum bin ich jetzt auf einmal so verschnupft wieder? Repariere 3 Generatoren vollständig und halte dabei eine seltene Werkzeugkiste oder besser. Hab dich geedit, kurz AFK. Danke dir, Beauty.
Oh shit, Alter. Okay. Ich muss eben... Hä? Die sind weg. Adavongi ist weg. Ich warte kurz auf Adavongi. Wieder da? Wie, du warst weg, Big Bruch. Adavongi schreibt, bei mir hängt gerade. Alles klar, dann warten wir kurz. Dann warten wir kurz. Ich setze eine Runde aus, kontaktiere den Community Manager. Alles klar, Quanda, dann bis später. Spieler entfernen. Anfragen. Annehmen. Hä? Das ist auch total buggy bei mir. Beitra hat dich zu deiner Freundesliste hinzugefügt. Oha, Beauty, möchtest du jetzt mitspielen? Aber du streamst jetzt gerade selber gleich, ne? Wahrscheinlich. Ja. Hä? Girls Squad today. Sie spielt mit Frauen zusammen. Wie Männer verachtend. Manager, ich bin gespannt, Quanda, was bei rumkommt. Bei Julian wurde der Stream beendet. Jetzt kriege ich noch mehr Watchtime als er. Stimmt, bei Julian wurde der Stream beendet, weil er rausgeflogen ist. Ich starte mein Spiel neu. Okay, alles klar, wir warten kurz. Und danke, Wadli. Mann, ich weiß nicht, was ich heute Abend essen soll. Ich habe nichts zu Hause. Ja, doch, ich habe Pizza zu Hause. Mann, Pizza zu Hause. Aber ich habe Pizza schon zu Mittag gegessen. Ich habe Pizza schon zu Mittag gegessen. Wieder da? Wie, du warst weg. Achso, kurz AFK, stimmt. Ich habe Toastbrot und faschierte Leibchen. Möchtest du kurz noch eine Runde mitspielen, Beauty, bevor du dein Girl Squad anfängst zu spielen? Wir haben gerade einen Platz frei bekommen. Ich glaube, ich hoffe, Adavongi kommt auch gleich. Unsere Runden laufen gut. Wir sind, ich glaube, so ziemlich jede Runde entkommen. Oh, okay, gerne. Dann let's go. Aber ich will dich nicht aufhalten. Ich will dich nicht aufhalten, wenn du eine Verabredung hast. Dann lass die Leute um Gottes Willen nicht warten. Oha, okay, du hast wirklich den Skin. So eine Scheiße. Alles gut. Ich glaube, ich brauche den auch. Da ist sie. Warte mal. Werkzeugkiste selten oder besser? Was ist denn selten? Was ist denn eine seltene Werkzeugkiste, Chat? Ist das... Ah, okay, grün. Ungewöhnlich ist nicht selten, ne? Werkzeugkiste, das hier. Wie viel Gens soll ich machen? 3. Okay, ich muss 3 Gens jetzt machen. Grün oder lila, alles klar. Hol dir den Skin auch, der kostet halt 15 Euro, Big Bro. Ich glaube, 15 Euro sind das. So, einmal bereit drücken. Und dann gucken wir mal, wie die Runden so werden. Ich kann gar nicht sehen, was für einen Rang ihr habt, ne? Man kann euren Rang gar nicht sehen. So eine Pleite. Ey, und Christian Nieland muss unbedingt lernen zu zocken. Er ist noch ein absoluter Anfänger.
Beauty. Nicht wundern. Er schafft keinen einzigen Gen ohne Skillcheck. Verkacken. Ich krieg von YouTube immer wieder die gleichen E-Mails. Das ist auch komplett komisch. Warte, du bist rot? Red Rank 1? Was sonst? Und jetzt komme ich mit Bronze 2 oder was? Okay, ich habe aber diese Woche oder diesen Monat nicht gezockt. Zu meiner Verteidigung. Sonst wäre ich auch Red Rank 1. Schillernd. Richtig. 15 Euro sind nichts. Ja, ich weiß. Du pisst sie, Big Bro. Ist mir schon klar. Dann kannst du sie ja donaten und ich kaufe den Skin. Machen wir das so, oder? Oh. Ja gut, hätte ich auch droppen können. Aber es wird ja eh nicht mehr gestackt, leider. Ist ja nur noch für einen selber. Die Opfergabe. Schade. Beim Geburtstagsevent wird das ja immer gestackt. Dann kriegt jeder 100% mehr Blutpunkte. Die Eltern von meiner Freundin haben viel Geld. Die Eltern von deiner Freundin. Ja gut. Aber was... Ist doch egal. Das war nie ein Argument für mich. Hast du Dragon Ball The Breakers auch nicht für die Switch? Ich habe das Spiel gar nicht. Dragon Ball The Breakers besitze ich nicht, egal wo. Habe ich nicht. Das DVD habe ich mir wegen dir geholt. Oha. Ich habe nie gesagt, hol es dir wegen mir. Das hast du selber entschieden. Ich will keinen Vorwurf. So. Und weh, du startest den Stream später. Beauty. Auch von dir will ich keinen Vorwurf. 1 Cent, die pisse ich? Ja. Dann piss mal bitte 200 Cent. Nee, warte, das sind nur 2 Euro. Piss mal bitte 2000 Cent. So viel brauchen wir. Oh oh. Scheiße. Damit wir was zusammen streamen können. Oh, ich hasse diesen Killer. Der geht mir auf den Sack. Mann, ich soll 3 Gens machen mit der Werkzeugkiste. Ich schaff nicht mal ein. Ich werde die ganze Zeit gejagt. Lass mich doch laufen. Lass mich gehen. Scheiße. Okay. Oh oh. Wo habe ich die Schokolade hingelegt? Ach, hier. Oh fuck. Alter, Shiba hat voll den geilen Skin-Dings. Also das Porträtbild. Die hat ja voll den geilen Porträtbild. Welche Schoki? Ich habe hier so Pfefferminzplättchen. Also, ja, sowas wie After Eight. Sowas wie After Eight. Zählt nur das letzte Stück zu machen oder muss ich alles machen? Oh Mann, wieso? Jetzt spiele ich auch noch so schlecht. E After Eight. After Eight ist ganz geil. Ich hasse den Killer. Es tut mir so leid, dass du jetzt gegen mit solchen Noobs wie mich und meiner Lobby zusammenspielen musst.
Aber normalerweise spiele ich besser. Normalerweise spiele ich besser, Beauty. Wirklich. Minchoki, was geht denn bei dir ab? Ja, After Eight ist doch schon ganz cool. Ey, wie ich... Ich habe ein Energy aufgemacht und nicht einmal getrunken, ne? Einen halben Liter. Was redest du? Naja, wenn du Red Rank 1 bist... Guck mal, ich habe noch nichts gemacht. Ich hänge zweimal. Ich fühle mich immer so unter Druck. Ein Gen, zwei Haken. Bei Energy hole ich mir immer Red Bull. Ja, Red Bull ist immer so klein. 0,3 Liter. Nachricht abgesendet. Zeig deine Schokoladenseite, kann etwas dauern. Bis wir eine Antwort erhalten. Meinst du, die kommen hier in den Stream und schauen rein, Quanda? Und dann sehen die so 10 Zuschauer, was für eine Scheiße. Und gehen wieder. Ja, um Gottes Willen, Quanda, was hast du getan? Aber da muss ich jetzt die nächsten Monate nur DBDs spielen, oder? Wenn ich jetzt was anderes spiele, sind wir im Arsch. Oh, fuck, guck mal, es hat gar nicht gezählt. Scheiße. Es hat gar nicht gezählt, Chat. Sie wollen sich selbstverständlich ein Bild einer Person machen. Ich habe sie jetzt jedenfalls aufmerksam auf dich gemacht. Jarell, wir wollen demnächst Mario... Wir wollen am Freitag Mario Party spielen. Mario Galaxy wollen wir demnächst spielen. Und Pokémon Arceus. Und das Splatfest werden wir auch spielen, Jarell. Also keine Sorge. Aber DBD ist trotzdem cool. Weil man braucht halt echt eine gute Gruppe mit Mates. Man braucht eine gute Gruppe mit Mates. Das ist sonst ziemlich schwierig. Dim. Was mit Mario Rabbids? Das Game ist... Ich hab's mir schon gekauft, Jarell. Ich muss aber gucken, wann ich so viel Zeit habe, das zu spielen. Ich will nämlich nicht anfangen, dann Pause machen und dann in 3 Wochen weiterspielen, verstehst du? Das möchte ich halt nicht. Ich möchte erst anfangen, wenn ich weiß, dass ich ein Stück das Spiel durchspielen kann. Brownie, DBD... hat sich in deiner Community langsam satt gesehen. Nach 2, 3 Jahren. Oder wie lange du das schon spielst. Es gibt aber immer wieder neue Killer. Das ist halt ganz cool, Jarell. Und du könntest zum Beispiel mal mitspielen. Selbst auf der Switch. Das ist halt so cool. Gönnt ihm doch das Game Ganze. Ja, die Runde war leider total lost. Nur ein Gen, das ist voll schlecht, Mann. Nicht bei einem Game, das seit 3 Jahren nichts Neues außer Killer hat. Hä? Es gibt neue Maps, neue Killer, neue Survivor. Sonst gehe ich zu Sanku. Wie, du gehst sonst zu Sanku? Nein, wir spielen nicht nur noch DBD, Big Bro. Keine Sorge.
Das war doch nur ein Witz. Er hatte schon mehrmals die DBD-Phase. Nein! Starrell, ich habe immer noch andere Sachen gespielt. Oh nein, die Shiva hängt. Was für eine Schande. Ich will diesen Skin. Ich brauche diesen Skin. Abend ist DBD und davor gibt es ein gutes Storygame. Ja, das ist auch cool. So ein bisschen Storygame spielen und dann nachts nochmal eine Stunde DBD zocken. Ist auch cool. Wo war jetzt das Storygame? Ich habe jetzt eine Woche lang kein DBD gespielt. Ich dachte mir heute, ich fange ein bisschen DBD wieder an. Damit ich nachher nicht in diesem Bedrängnis komme, dass ich am letzten Tag noch 100 Level brauche. Verstehst du? Und der Wunsch war, Pokémon Arceus zu spielen. Dass ich als nächstes Pokémon Arceus spiele. Also ich habe der Community gefragt, was wollen wir als nächstes spielen? Mario Rabbids 2 war zur Auswahl, Xenoblade 3 war zur Auswahl und Pokémon Arceus. Und tatsächlich wollen die Leute Pokémon Arceus sehen. An Story Games. Kauf dir keinen Battle Pass mehr. Alles klar. Battle Pass. Gelöscht. So, sag Bescheid, wenn du keinen Bock mehr hast, Beauty. Ich kann's verstehen. Ich gehe für heute off. Oha, nein, verlass uns nicht. Temtem und Dragon Ball The Breakers hat Crossplay. Möchte noch jemand mitspielen? Quanda? Mir gehen die Leute aus. Das hatte ich noch nie. Aber ich merke schon, die Leute haben irgendwie heute keinen Bock auf Dead by Daylight. Das ist schade. Will nicht mitspielen. Quanda, schade dir. Nochmal bereit drücken. Du bist selbst immer inaktiv, wenn du keinen Bock auf manche Sachen hast. Ey, das ist auch vollkommen okay. Dadurch, dass ich so viele verschiedene Spiele spiele, gibt es immer Spiele, die nicht jedem ansprechen und es muss auch nicht jeder immer überall dabei sein. Absolut nicht. Das ist vollkommen... Ist ja Quatsch, sich was anzugucken, worauf man keinen Bock hat. Definitiv. Immer bereit drücken. Wenn du noch magst. Ich dachte, ein Streamer hört auf die Wünsche der Zuschauer. So, ich meine, Brownie gibt so viele Games nicht mal eine Chance. Wegen Dead by Daylight. Vielleicht kommt mal ein Indie-Game, aber wünsche mir nicht so oft Galaxy. Wirst du nie wieder spielen.
so würde ich dir jetzt ein Game empfehlen. Du würdest nicht mal reingucken. Hä, das stimmt doch gar nicht, Jarell. Ich habe die letzte Woche Plague Tale Teil 2 komplett durchgezockt. Das ist ein neues Spiel. Ein richtig schönes Spiel, Jarell. Danach habe ich Resident Evil 8, das DLC, komplett durchgespielt. Gestern. War auch ein richtig schönes Spiel. Also nichts mit Dead by Daylight, Jarell. Das waren zwei richtig coole Story-Games. Habe ich gespielt. Und dann habe ich mir Overwatch vorher angeschaut. Auch ganz cool. Könntest du auch definitiv mal reinschauen. Ist Beauty noch da? Beauty? Also ich spiele nicht die ganze Zeit DBD. Jarell. Man sollte Spiele, die man nicht kennt, geben. Achso, und ich habe Blossom Tales 2 durchgespielt, Jarell. Das Indie-Spiel. Und ich glaube, ich werde als nächstes Pokémon Arceus spielen. Hä? Habe ich mir das Spiel nicht letztens gekauft? Wo ist es hin? Ich habe das Spiel nicht mehr. Ich glaube, ich habe es doch nicht. Ich habe es nur geträumt, Chat. Gut. War kurz weg. Du bist ganz schön oft weg. Was machst du die ganze Zeit? Also wenn du noch mitspielen möchtest, komm gerne ran. Wenn du aber gehen willst oder musst, fühl dich nicht gezwungen, weiterzumachen. Ich freue mich auf God of War und das neue Pokémon. Ja, Christian, beides kommt diesen Monat schon raus. Man kann sich ja nicht immer auf ein Game festsetzen und anderen keine Chance geben. Jarell, hörst du mir überhaupt zu? Wir spielen doch gar nicht immer nur ein Game. Wir wechseln die ganze Zeit, jeden Tag. Wir spielen so viele verschiedene Spiele. Ich muss leider nächstes Mal gern. Alles klar, Beauty. Danke dir fürs Mitspielen und fürs Folgen. Die nächsten Runden nächstes Mal werden bestimmt besser. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und jetzt, meine lieben Quanda und Christian, einmal bereit drücken. Das neue Pokémon wird am ersten Tag gespielt. Ich habe es mir vorbestellt, Big Bruch. Ich hoffe, ich werde es am ersten Tag bekommen. Ich kann es natürlich nicht versprechen. Ich muss halt gucken, wann es geliefert wird. Und ich glaube, es wird wieder zu spät kommen. Scheiße. Es kann tatsächlich sein, dass das Spiel zu spät kommt. Also, dass es halt am zweiten Tag kommt oder so. Aber ganz ehrlich, dann geht die Welt nicht unter. Mein Gott, dann spiel ich es halt einen Tag später. Mein Gott! Also, ich habe tatsächlich Xenoblade 3 und Mario & Rabbids 2 mir gekauft. Wir können auch das zuerst spielen, bevor ich Pokémon Arceus spiele. Auch wenn ich kein DBD mag, werde ich immer bei Brownie zuschauen. Oh, Big Bruch, Liebe geht raus. Hand aufs Herz. Stehst du eigentlich noch mit Sanko im Kontakt? Nein, abgebrochen. Abgebrochen, Quanda. Da wird es auch nichts mehr geben in Zukunft. Warum? Darum. Oh, Blueberry, Pomme, Granate, Acai, Flavor. Ey, das schmeckt aber ganz cool. Oha, der Energy ist rot. Packung blau und das Getränk ist rot, Chat. Oh, das schmeckt aber interessant. Das schmeckt interessant, Chat. Das schmeckt interessant. Das schmeckt gut. Muss ich sagen, das schmeckt gut. Vielleicht gibt es demnächst was mit mir. Oh, lala. Falsch abgefüllt. Nein, ich glaube, also
Merkt euch das. Rockstar Blueberry Pomegranate. Richtig geil. Das schmeckt irgendwie sehr cool. Zwei Drittel der Woche am Stück Overwatch gezockt. Kurz ein halbes Indie-Game reingequetscht. Hä, hey, das Indie-Game habe ich komplett durchgespielt, Charell. Um zu sagen, hab was anderes gespielt. Ich habe das Spiel komplett durchgespielt, Charell. Meine Gott. Und Plague Tale Teil 2 habe ich auch komplett durchgespielt, Charell. Das waren so 20 Stunden Spielzeit. Und Blossom Tale 2, das Indie-Spiel, was ich mal eben reingequetscht habe, habe ich übrigens auch 20 Stunden gespielt. Also 40 Stunden habe ich etwas anderes gespielt. Jetzt sag nicht, ich habe das mal eben so 5 Minuten reingequetscht, diese 40 Stunden. Bro. 40 Stunden sind nicht mal eben kurz reinquetschen. Nein. So ist das. Okay. Ich mach gleich eine Umfrage, was ihr spielen wollt. Dann wechseln wir halt. Ist okay. Dann hole ich mir die Level für 100 Euro. Kaufe ich mir halt. Kaufe ich mir die Level für 100 Euro und wir spielen das Spiel nicht. Ist doch gut. Next Donation Goal 100 Euro für 50 Level Battle Pass. In Dead by Daylight. Ist okay. Ist gut. Ey, ich muss nur den letzten... Ich muss nur den letzten Millimeter schaffen von diesem Dreck. Es gab kein Konsolen-Wars. Alles Missverständnis, Quanda. Jarell. Ich besitze alle drei Konsolen. Ich bin zufrieden. Was wollt ihr noch? Ich bin glücklich. Seid ihr es auch? Übrigens, das DLC von Resident Evil 8 ist so geil. Das ist so geil, Jarell. Hast du gestern verpasst? War übrigens kein Dead by Daylight. Ich sehe eine Diskussion hier. Ja, Fuego. Nen Mädel hat er aber nicht. Was? Nen Mädel hat er aber nicht? Wovon redest du, Quanda? Wer hat was für ein Mädel? Ich bin in der Lobby. Wie, du bist in der Lobby? Wieso spielst du nicht mit uns, Quanda? Was für eine Scheiße! Was war das für eine Runde? Oh. Entschuldige, dass ich weg war. Was war das für eine Runde? Was machst du die ganze Zeit, Beauty? Aber ja, die Runde war schrecklich. Die Runde war schrecklich. Aber manchmal hat man halt einfach Pech. Werbung. Och, Mann! Werbung. Aber ich hoffe, wir spielen demnächst nochmal und dann werden die Runden definitiv besser. Alle tot. Ja. Ich glaube, wir spielen einfach mit den falschen Leuten. Wir spielen einfach gerade mit den falschen Leuten. Oh. Jetzt schaffe ich's. Zack. War Pokémon Arceus oder wie das heißt, nicht ein Mega-Kack-Game? Ja. Habe ich mir als Bestrafung ausgesucht. Das Spiel werde ich als Bestrafung spielen. Sicher machen wir das. Wünsche euch allen viel Spaß noch. Oh, danke fürs Mitspielen. Liebe geht raus. Und wir sehen uns definitiv das nächste Mal. Und dann gibt es bessere DBD-Runden. Auf jeden Fall. Oh. Alle verwundet. Safe. Also es ist sowas von safe. Ich meine, schlechter als die Runde geht's nicht mehr, oder? So. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Gen mache, perfekt. Ich
brauche 3 Gens mit diesem scheiß Werkzeugkasten. Ich habe heute genug bestraft. Bin daher im Lurk. Nivi, wir wechseln gleich das Spiel. Wir wechseln gleich das Spiel, Nivi. Du musst dich nicht mehr bestrafen. Wir wechseln gleich zu deinem Lieblingsspiel. Mensch. Was ist los mit euch heute? Alle so toxisch hier. Ich kann dir ja mal ganz viele alte gute Games auf Discord senden, Brownie. Ja, schick mir gerne. Ich habe die bestimmt alle schon in meinem Leben gezockt. Aber schick mir gerne. Oh. War ein simpler Witz. Ich mach gleich Umfrage. Ist doch geht. Mario Party kommt Freitag. Ich kläre das dann noch ganz schnell ab mit Minky. Sie weiß noch nichts von ihrem Glück. Wir machen das dann schön mit Talk und so, oder? Und nehmen das dann auf für die Ewigkeit, damit wir dann in 10 Jahren sagen können, ey, schau mal hier an diesem Freitag, der 3.11. Das war doch ein schöner Tag. Das war doch wunderschön. Was für ein schöner Freitag das doch war früher. Cloud, hast du gelesen? Nein. Hab gespielt. Ich stimme jetzt auch Cloud. Vielleicht werden es noch mehr Spiele. Ja, aber ich werde gleich wechseln, Christian. Ich werde gleich das Spiel wechseln. Ich habe im Log gesehen, dass hier diskutiert wird. Und ich wollte mal schauen, was hier so abläuft. Und ob ich eingreifen muss. Ist doch alles in Ordnung hier. Ja, bester Mod ever. Danke dir, Fuego. Weil sonst gibt's gleich Kloppe, ne? Leute. Sonst gibt's gleich Kloppe. Leute. Brownie, kann mir das D-Book nicht holen? Bei Saturn für 110 Euro. Wieso geht das nicht, Brownie? Ich habe keine Ahnung. Ausverkauft? Ich habe keine Ahnung, Mann. Big Bro, hol dir bei Mediamarkt Saturn die normale Edition. Da bekommst du diese Figuren. Und wenn du dir beide Editionen einzeln holst, bekommst du die Figuren zweimal. Und dann kannst du mir einmal die Figur schenken. Als Fanpost. Deal? Deal oder No Deal? Ich schick dir auch gerne dann als Dankeschön etwas zurück. Ich schick dir gerne als Dankeschön dann etwas zurück, Big Bro. Wie wär's? Ich schick dir gerne dann ein Geschenk zurück. Will aber das Dealbook für 110. Ich würde dir aber ein Geschenk zurückschicken, Big Bro. Etwas richtig Wertvolles. Etwas sehr Wertvolles. Der PlayStation Plus gibt es Dragon Ball Xenoverse 2. Ich habe Dragon Ball Xenoverse 2 für die Switch. Ist viel besser wegen wegen Handheld-Modus. Wollte dir auch mal Red Bull schicken. Ich schicke dir gerne meine Adresse, dann kannst du mir Red Bull schicken. Ich trinke aktuell Rockstar Blueberry Pomegranat. Auch lecker. Das Getränk ist grün, rot und die Verpackung ist blau. Geil. Will dein Geschenk nicht haben? Ich will das Steelbook, schade. Dann schenke ich das halt jemand anderes. Ich hätte dir das hier geschenkt. Das ist ein Pokéball. Als Docking Station. Ein Pokéball Nintendo Docking Station. Den Wert von 100 Euro. Hätte ich dir einfach so kostenlos zugeschickt, aber okay. Dann kauf dir das Steelbook für 110 Euro und stell das ins Regal und benutze es nie. Ist gut! Wenn du die normale Edition kaufst, kriegst du alle drei Starter-Pokémon als Figur.
die du dir ins Regal stellen kannst. Ist viel cooler. Ich sag's dir. Ist viel cooler. Ist wirklich viel cooler. Mensch! Ich habe leider schon mein Spiel woanders vorbestellt. Ich kann es nicht mehr abstornieren. Sonst würde ich es mir selber holen. Aber geht leider nicht. Ist vorbei. Oha, Extraordinary. Vielleicht macht sie ja mit jetzt. Man kann sich alle Editionen nicht holen. Ich habe es auf allen Konsolen. Oh, sehr cool, Christian. Das ging aber schnell. Sind jetzt alle dabei? Das ging zu schnell. Ah, doch, alle sind dabei. Okay, cool. Cool, cool, cool. Level 44. Was ist denn bei Extraordinary los? Level 44. Alter Schwede. Ist sie im Stream? Mensch! Nivi! Bist du da? Ich habe das jetzt erst gelesen auf Discord. Mann! Kann doch nicht sein, Nivi. Warte, warte, warte. Diese Extraordinary hat einen OnlyFans-Link im Stream-Profil? Direkt draufgeklickt, oder? Und direkt abonniert, Quanda. So ein Ding ist das. Alles klar. Mensch, direkt sympathisch hier. Ist Nivi da? Das kann doch nicht sein, Nivi. Was baust du schon wieder für Mist? GG an den Link. Oha, guck mal. Oh, jetzt hat sie mitgelesen. Jetzt muss ich aber auch mal kurz deinen OnlyFans abonnieren. Moment. Aha, aha. Dein Ernst? Es geht nicht mehr weg. Mann. Direkt Strike hier wegen Copyright-Musik. Da wurde ich aber jetzt richtig hops genommen. Man kann es erst ab den 18. November bei Saturn und Mediamarkt kaufen. Big Bruch, wenn du es vorbestellst, kriegst du die Figur. Direkt unsympathisch, diese Extraordinary. Direkt unsympathisch. Oh fuck. Jetzt klingelt auch noch. Muss mal ganz kurz gucken, was los ist. Okay, da müssen wir, muss ich kurz warten, ob sich das wieder beruhigt. Der graue Mann geiert auf OnlyFans. Nein, gar nicht. Du hast gegeiert. Ich habe nur gecheckt, was los ist, was du hier laberst. Ich muss ja prüfen. Kritische Stimmen müssen da prüfen. Gebe dir dann die Figuren, wenn du sie willst. Big Bruch, ich würde dir dann, wie gesagt, die Docking Station schicken, wenn du sie möchtest. Im Wert von 30 Euro. Weil ich brauche die tatsächlich nicht. Ich habe hier eine andere Dockingstation. Hab ein paar Links gesendet. Könnten mehr sein, aber keinen Bock mehr zu suchen. Alles klar. Mann, wieso knallen die Gens immer? Was schickst du mir eigentlich mal? Was soll ich dir denn schicken? Hä? Müsstet ihr nicht mir was schicken? So Fanpost? Warum soll ich euch was schicken?
Ich möchte sie plus 10 Euro auf PayPal. Bruder, dann kann ich auch die verkaufen und mit dem Geld mir einfach nochmal das Spiel kaufen. Big Bruch. Jetzt werd aber nicht gierig hier. Frag deine Freunde, die ist reich. Ich setze nächste Runde aus. Warum das denn? Guck Discord, ich guck nachher Discord, Jarell. Ich wollte gleich eigentlich noch eine Umfrage machen, ob wir heute noch was anderes spielen wollen. Keins der Spiele habe ich gespielt. Okay, alles klar. Ohne 10 Euro PayPal. Hätte mein Freund dir nicht genug Geld in den Rachen gesteckt, als da würde ich mir mal zurückhaben wollen. Aber warum soll ich dir dann was geben? Was war denn deine Leistung dabei? Was hast du denn dazu? Was hast du denn beigetragen dazu? Im Gegenteil, seitdem er dich kennt, donatet er hier nicht mehr. Weil das ganze Geld auf dein Konto jetzt geht. Also hast du mir nur geschadet, Fuego. Das gibt einen Bann. Ich habe dir 3 Monate Nitro geschenkt. Bann. Die sind schon lange abgelaufen. Waren das echt 3 Monate? Hab ich die? Sein Geld gleich mein Geld? Ja. Früher war das Donations an mir. Marvin, wunderschönen guten Abend. Seitdem er dich kennt, hat er kein Geld mehr. Donations dazulassen. Wir sind ein Team. Wir sind irgendwie... Du bist gar nicht mehr in der Lobby. Ja, ja, ich halte dich. Ist ja gut, Quanta. Herzlich willkommen, Yahami. Oh. Oh, oh. Gegner, kommt, du stöhnst zu laut. Viel zu laut. Wie geht's dir, Yahami? Mein Geld ist mein Geld, weil ich nie Geld habe. What? Oh, oh, extraordinary. Oh, süßer Emote. Gut, und euch? Auch gut, danke der Nachfrage. Ich wollte gleich eine Umfrage machen, ob wir das Spiel wechseln wollen. Oh. Oh, shit. Oh shit, Alter. Was fällt dir ein? Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Oh, wie lange geht sein Modus noch? Wie lange geht dieser Drecks-Berserker-Modus noch? Oh shit. Oh shit. Nein, er hat mich getroffen. Kann sehr arrogant rüberkommen, bin es aber absolut nicht. Absolut nicht. Was sagst du dazu? Ja, The Breakers und Temtem, die Spiele habe ich beide nicht, Christian. Und ich weiß nicht, ob und wann ich sie mir hole. Aber Crossplay ist auf jeden Fall eine gute Sache in beiden Games. Finde ich gut. Finde ich gut und cool, dass es das gibt. Soll ich gleich vielleicht mal DBD im Stehen spielen? Vielleicht kann ich dann besser spielen. Ah, ich könnte das Totem Blumen. Ah, ich lasse es lieber. Ich blume es nicht. Oh. 2 Gens nur noch. Das geht ja richtig schnell. Ich will mir einen guten Nebenjob suchen und mir dann einen 3DS kaufen und viele bestimmte Games. Oh, das ist geil, Jarell. Schon den neuen DVD-Killer gesehen. Gestern bei einem anderen Stream habe ich tatsächlich mal reingeschnuppert. Sah ziemlich geil aus. Ich kann noch nicht den ganzen den Killer richtig einschätzen, wie der sich spielt.
Aber so diese Spielmechanik finde ich ziemlich, ziemlich cool. Auch wenn die Gefahr groß ist, dass der Killer irgendwie komplett kacke ist. Weiß ich gar nicht. Hast du den mal getestet, ja, Hami? Und kannst dazu etwas sagen? Ich hole ihn jetzt mal runter hier. Ein Gen noch. Also sieht ziemlich interessant aus. Definitiv. Kann mir erst ab dem 18. vorbestellen. Das Steelbook bei Amazon. Nicht das Steelbook. Wie willst du, wenn du das Steelbook vorbestellst, Big Prof, wie willst du dann die Figur? Wie willst du nur an die Figur rankommen? Die gibt es so nicht zu kaufen. Und die ist viel wertvoller als das Steelbook. Vergiss das Steelbook. Es ist ein ungarischer Killer. Ich dachte, es wäre so ein Ritter. Das freut mich. Mit meinen ungarischen Wurzeln. Oha. Ich wusste gar nicht, dass du aus Ungarn kommst. Aber das ist ja cool. Hab schon länger nicht mehr gespielt. Wird das dann sozusagen die Rückkehr sein? Wird der Killer dich getriggert haben, zurückzukehren? Mega nice. Ich habe übrigens auch Bock, irgendwann mal neue Emotes selbst zu zeichnen. Oder Ausschnitte aus dem Stream, so Köpfe oder so, wieder reinzunehmen. Hätte ich voll Bock drauf. Einfach mal wieder neue Emotes. Einfach mal wieder ein paar neue Emotes. Oder? Ich mach den Ausgang... Ich weiß nicht, ob der Noah dabei hat. Aber wir haben ja Totems ganz gut gemacht. Oh, oh. Ich glaube, hier ist Noah. Ich mache Noah kaputt. Ich mache Noah kaputt. Ich glaube, ich habe Noah zerstört. Oh oh. Extraordinary braucht meine Hilfe. Ich werde sie nicht enttäuschen. Oh mein Gott, was machst du hier? Bin gerade echt viele Sachen am Suchten. Mega nice. Mach den Ausgang, komm! Oh, fuck, wieso kann er sich jetzt schon wieder... Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, das werde ich nie lebendig schaffen. So eine Scheiße! Okay. Okay, okay, okay. Ruhig Blut. Das Gute ist, er trägt mich. Das heißt, er wird gleich seinen Berserker-Modus verlieren. Und danach hat er definitiv keinen Berserker-Modus mehr. So, jetzt hat er keinen Berserker-Modus mehr. Ruhig, ruhig, ruhig. Das Steelbook kriegt man auch die Figur. Nein. Man kriegt im Steelbook nicht die Figuren. Und wenn, dann kriegst du sie nur einmal. Wenn du das Spiel zweimal kaufst, kriegst du zweimal die Figuren. Warte, was? Sicher, dass du die Figuren bekommst, Big Bro? Oh oh. Kannst du noch rauskriechen? Warum sollte ich mir das Spiel zweimal kaufen? Im Steelbook ist das Spiel doch zweimal drin. Beide Editionen. Wenn du dir beide Editionen einzeln kaufst, meine ich, bekommst du die Figuren zweimal. Für jedes Spiel kriegst du die Figuren einmal, Big Bro. Das wollte ich damit sagen. Dann hast du einmal selber die Figuren und einmal zum Verschenken. So, ich muss ganz kurz... Leute, ich bin gleich zurück. Ganz, ganz kurz weg.
Oder auch nicht. Hä, das ist merkwürdig. Vor allem wird jetzt vom 15-Jährigen verkloppt. Nein, 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 nein. Warum klingelt das Telefon? Ich mach mal ganz kurz die Kamera aus, aber wir spielen gleich weiter. Das sieht alles ganz gut aus. Wir gleich wieder zurück. Was ist das hier? Gleich wieder mit der Kamera am Start, wenn die Runde losgeht, Chat. Merkwürdig. Oh, da bin ich wieder. Oha, wie schnell geht das denn? Oh Gott, was war meine Mission? Ich weiß gar nicht, was meine Mission war. Steelbook ist ausverkauft. Dann holt ihr das Spiel. Huch. Dann holt ihr das Spiel. Kauft ihr beide Editionen einzeln. Dann kriegst du die Figur zweimal, Big Bruch. Dann kannst du einmal die Figur behalten und einmal mit mir teilen. Ist doch schön, oder? Oh. Holt ihr die. Alles ausverkauft. Ach du Scheiße. Bestell dir bei Amazon ohne Figuren. Da kriegst du das Spiel. Für 54, glaube ich. Wahrscheinlich kommt gar kein Nachschub, Big Bruch. Nicht vor Release. Irgendwann danach vielleicht. Irgendwann danach vielleicht. Was ein Schmutz. Pokémon, wir freuen uns. Mustafa, eventuell spiele ich... Ich glaube, ich muss bei dem Killer in der Nähe sein, ohne erwischt zu werden. Eventuell spiele ich Pokémon Arceus als nächstes Projekt. Oh, der Killer verwanzt die Check. Es ist der Fallenleger. Habt ihr Bock, dass ich Pokémon Arceus spiele? Ich mach gleich eine Umfrage. Big Bruch, warum willst du das Spiel auch so spät erst kaufen? Selber schuld. Pokémon Arceus oder jetzt Pokémon Arceus? Ja, jetzt. Ich werde gleich ich werde gleich eine Umfrage starten.
Wanda, es ist der Fallenleger. Passt auf Fallen auf. Oh mein Gott, immer wenn man diesen Satz sagt, rennt man selber in Fallen rein. Meistens. Diese Funktion, dass man deine Perks lesen kann, ist cool. Du kannst sogar hier unten meine Items lesen mit der Maus. Ziemlich geil. Du bist der Erste, dem es aufgefallen ist, der das Feature benutzt, glaube ich. Der Erste und Einzige. Vier Minuten. 22. Kann ich mir nach dem Release auch noch das Depot mit Figuren? Nein, die Figuren gibt es nur im Vorbesteller-Bonus. Die Figuren gibt es nur im Vorbesteller und danach nie wieder. Das Item nicht, nur die Perks. Ah, okay. Mache ich manchmal auch. Oh, oh. Okay. Dann auf zu Check. So eine Scheiße. Der campt. Der campt den Gen. Hä? Was macht der da? Ey, der verwanzt den Ausgang. Der verwanzt den Ausgang. Wir sollten auf jeden Fall gleich erstmal die Gens an der Check machen, richtig? Ah. Passt. Wieso lässt du immer los? Was machst du da? Du musst den Skillcheck machen, Bro! Wenn der Skillcheck kommt, musst du zur richtigen Zeit drücken. Immer aufhören, bringt nichts. Hä, oder bringt das was? Hey, er cheatet! Wir haben dadurch nie einen Skillcheck. Das ist ein Bug, oder? Das ist ein Bug. Ist das ein Bug? Durch die Aktion haben wir nie einen Skillcheck gehabt. Das muss aber neu sein. Das muss aber neu sein. Oh oh. Oh, hab ich ein Glück, dass hier keine Falle war. Wieso bist du jetzt in die Falle gelaufen? Mach doch den Gen weiter! Wieso hast du den Gen nicht weitergemacht? Achso, du hast ihn weitergemacht. Sorry. Nicht gesehen. Oh, scheiße. Ich hol dich jetzt nicht. Kann jemand Christian holen? Ich mache jetzt hier mal die Falle erstmal weg. Hä? Hier ist gar keine Falle. Die war bei dem anderen, okay. Ist hier kein Totem? Heile ich mich ganz schnell. Ist dein Gaming-PC gut? Der ist 2 Jahre alt, Big Bruch. Der ist schon etwas in die Zeit gekommen. 2 Jahre alt. Also, ich würde sagen, es gibt Besseres, aber ja. Willkommen zurück, Danedo.
Scheiße. Oder 3 Jahre sogar. Stimmt, Danedo. 3 Jahre inzwischen. Aber ich würde behaupten, der ist immer noch ziemlich gut, der PC. In der Zeit ist jetzt nichts Krasses rausgekommen. Außer grafikkartenmäßig gibt es natürlich jetzt viel Besseres. Aber auch viel zu teuer. So, in der Check ist der Gen bei 50%. Oh, Quandas. Quanda liegt. Christian liegt. Oh, fuck, Alter. Was macht die für eine Scheiße? Okay, Killer wurde erstmal betäubt. Gibt uns etwas Zeit. Es waren 3 Jahre. Der PC ist schon 3 Jahre alt. Ja. Ja. Du hast vollkommen recht, Danedo. Gut aufgepasst. Ich muss gleich ganz kurz nach der Runde noch mal was machen. Scheiße. Komm, ich hol dich jetzt runter. Hä, wie konnte der mich jetzt treffen? Mein Freund holt sich jetzt ein 5000 € Gaming-PC. Heftiger Scheiß, Alter. Heftiger Scheiß. Er ist 15. Hol mich doch runter, Bro! Oder auch nicht, vielleicht ist es ja ganz gut. Du hast recht, das ist ziemlich cool. Alles gut, Leute, alles gut. Wir haben alles im Griff. Niemand macht einen Gen. Niemand macht einen Gen. Was tust du da? Bro? Ja? Magst du mich? Gut. Cool, cool. Cool, cool, cool. Oh, oh. Kommt der Killer? Mann, so eine Scheiße. Genau in dem Moment ist BT ausgelaufen. Gibt's hier vielleicht ein Totem? Scheiße, warum ist der hier? Ich hoffe, er hört mich nicht. Er hat mich gehört. Schreibt deine Freundin immer so viel... Nein, ich habe Bereitschaftsdienst. Und das Handy hat geklingelt vom Bereitschaftsdienst. Deswegen muss ich nebenbei was gucken, ob es was Kritisches ist, verstehst du?
Und wenn es was Kritisches ist, muss ich quasi arbeiten. Da muss ich jetzt an die Arbeit, verstehst? Aber es sieht erstmal alles ganz chillig aus. Alles im Griff. Heute bis 0 Uhr. Mal gucken. Oh oh, hier ist Noet. Ich mach mal eben Noet kaputt. Werden die Stunden auch bezahlt? Ich werde für die ganze Woche bezahlt. Also es geht immer eine Woche. Also ja. Aber stundenmäßig nicht. Man kriegt halt so eine Pauschale. Und wenn man Glück hat, passiert halt gar nichts. Wenn man Pech hat, passiert halt was. Da, 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 da. Oh, oh. Ich rette dich. Oder auch nicht. Wie viel Pauschale kriegst du? Das ist ein Geheimnis. Oh oh. Let's go. Ich glaube, wir haben irgendjemanden verloren. Wir sind nur noch zu zweit. Junge, du stehst im Weg! Ich bin dead on hook, Bro! Ja gut. Scheiße. Ich heile mich mal ganz kurz. Och, wie hat Noet dabei? Hey, ich hab doch Noet zerstört, Mann! Oh, was ist hier los? Warum geht das nicht? Ich bin gestorben. Frechheit. Oh, oh, wer ist gegangen? Extraordinary. Waren schöne Runden. Ich freue mich auf Dienstag wegen 8.11. wegen God of War. Oha, spielst du es dann? Verstecke dich innerhalb des Terrorrades des Killers, unerwischt zu werden. Und zwar für 45 Sekunden. Mit dem Talent Segen. Schattenschritt. Scheiße. Hatte ich nicht. Nur deswegen habe ich es nicht bekommen. Ich spiele dann mal mit Freunden weiter. Alles klar, vielen, vielen Dank für die schönen Runden. Ich hoffe, wir sehen uns oder spielen demnächst mal wieder weiter.
Extraordinary. Würde mich sehr freuen. Und es gibt neue, neue Codes. Die hast du, glaube ich, aber schon eingelöst. Das waren diese 4 Codes oder so, ne, die es gab. Hattest du mir nicht mitgeteilt. Und ich habe es dir auch nicht mitgeteilt. Aber, ja, die nächsten Codes teilen wir uns wieder mit. So. Lass du Arkos wechseln. Genau, jeweils 25.000 Blutpunkte. Genau, Quanda. Hab ich schon, danke. Sehr gut. So, möchte noch jemand mitspielen oder soll ich das Spiel wechseln? Mann, ich verstehe das hier nicht. Mal ganz kurz was. Wir bleiben dran. 22 Uhr wechseln. Warte, warte. Ich mach mal eine Umfrage. Wie macht man Umfragen? Wie macht man Umfragen, Chat? Voll. Soll ich jetzt das Spiel wechseln? Ja. Na, warte, warte, warte. Nein, Spiel weiter. Mario und Rabbids 2. Xenoblade Chronicles 3. Pokémon Arceus. Was ganz anderes. Ich mach die Umfrage mal 5. Ich mach die Umfrage mal 10 Minuten lang. Komm! Umfrage läuft, Chat. DKFKFKJB, vielen lieben Dank für dein Follow. Ja. Stimmt jetzt ab. Thank you.
Jetzt kommen wieder die ganzen Fake-Follower. Und Fake-Abstimmungen. Warte, drei Leute sagen was ganz anderes? Was wollt ihr denn mit was ganz anderes? Nein, spiel weiter. Mario & Rabbids will einfach niemand. Xenoblade will niemand. Mann, Alter, wieso wollt ihr diese Spiele alle nicht? Das sind Top-Spiele, Chat. Umsonst gekauft. Mann! Wie zum Beispiel Ark. Ja, das will ich auch noch spielen, Christian. So viele Spiele. So viele Spiele. Ich war am Überlegen zwischen Pokémon und Mario. Interessant aber, dass irgendwie Xenoblade und Mario nicht so wirklich jemand haben möchte. 7 Leute wollen Pokémon. Einer möchte, dass ich weiterspiele und 3 möchten etwas ganz anderes. Was auch immer das bedeutet. Was auch immer das bedeutet. Dim, 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 dim. Drückst du auf bereit? Quanta? Oder war es das jetzt für immer? Alle warten auf dich. Seit einer halben Stunde. Dann können wir noch eine Runde spielen. Oh Mann, ey. Diese Mission. Halte die Taste für aktive Fähigkeiten neben ein Fluchtotem gedrückt, um es zu segnen. Und einen Segenton zu erzeugen. Safte Glocken geklingeln im Umkreis von die Katzenspuren und Auren überlegen innerhalb der Reichweite des die Killer verborgen. Dieser Effekt hält 4 Sekunden nach dem Verlassen des Dings an. Ja, okay, komm. Wir schaffen das. Ich verstehe es nicht. Okay.
Es geht los. Ich brauche ein Totem. Ich würde auch gerne mal wieder mitspielen, aber leider ruft mein Bett. Oh, nach mir. Dann leg dich ins Bett. Und wir spielen vielleicht ein andermal, oder? Ein andermal spielen wir auf jeden Fall. Es kam dieser Gruppenzwang. Resident Evil 8 DLC. Habe ich gestern gespielt. Es ist durchgespielt. Wadlawu. Ist leider komplett durchgespielt. 14 Leute waren Pokémon Arceus. 15. Oha. Warte, warte, warte. So viele Zuschauer haben wir doch gar nicht. Irgendeiner hat hier die Abstimmung getürkt. Irgendeiner von euch hat die Abstimmung gefaked. Wäre toll. Definitiv. Werden wir machen. Ich spiele ja den Battle Pass. Das heißt, ich spiele das Game noch öfter. Definitiv. Also die Gelegenheit wird noch oft da sein, mitzuspielen. Würde mich sehr freuen. Gerade, wie du siehst, sind wir auch gar nicht voll. Wir spielen gar nicht mit einer vollen Gruppe. Alter. Christian, warum tötest du dich? Ich glaube, wir müssen Christian noch das Spiel erklären. Er hat sich versucht, selber vom Haken zu holen. Dadurch ist er jetzt schon in Phase 2. Und fast tot. Er ist tot. Und wir haben nur einen Gen. Es ist vorbei. Oh, das einzige Totem, was ich sehe, ist das, was schon geblumt wurde. Das ist ja doof. Hä? Er hat Christian verschont. Nee, doch nicht. Er ist tot. Pokémon Arceus mit 17 Stimmen hat gewonnen, obwohl wir 10 Zuschauer haben. Also da ist auf jeden Fall was gefaked. Hast du mir was zu sagen? Big Bruch. Ich glaube, du warst es. Ich gehe da mal raus, wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich wünsche dir auch eine wundervolle gute Nacht und danke fürs Vorbeischauen. Schlaf gut. Oh, Bart juckt. Oh mein Gott. Hier ist kein Totem, oder? Mann, wo sind denn hier die Totems? Chat. Ich brauche ein Totem. Ja, ein Totem brauche ich. Oh mein Gott, hier ist der Keller. Hä? Wo sind denn hier Totems auf dieser Map? Und warum macht keiner Gems? Oh nein, Gott. Es wurde fair abgestimmt. Ja, das wird sein. Ich glaub dir mal. Okay. 4 nicht Anwesende wollen Arceus. Da muss schon was heißen. Ja, die sind aber gar nicht hier, Big Bro. Meinst du, die kommen alle, wenn ich starte? Ich denke nicht.
Okay, zack. Noch 3 Gens. Hey, ich finde kein anderes Totem auf der Map. Das ist total strange. Die müssen alle oben sein. Wow. Wobei hier kann auch kein Totem sein, weil das andere Totem mehr hier ist. Guck mal, Arcos hat gewonnen. Niemand kann beweisen, dass die manipuliert ist. Ey, wenn du so viele Accounts hast, dann komm mal mit jedem Account hier in den Stream rein. Dann gehen die Zuschauerzahlen nach oben, Big Bro. Mach das mal, come on. Mach das. Mach das mal. Habt ihr alle Totems zerstört? Kann doch nicht sein, dass es hier keine Totems gibt. Ich würde vorschlagen, dass du neu abstimmst. Das ist schon eine Frechheit bei neuen Zuschauern. Das Ding ist aber, ich kann es halt tatsächlich nicht kontrollieren. Was soll ich machen? Die Frage, also eins ist klar, 0 Leute haben für Mario gestimmt und 0 Leute für Xenoblade. Das bedeutet, es gibt halt niemand, der Xenoblade und Mario sehen will. Also von daher ist ja Pokémon das Einzige, was bleibt, wenn wir das Spiel wechseln wollen. Oder wir bleiben bei dem Spiel. Also es geht jetzt halt wirklich nur noch darum, entweder Spiel wechseln oder bei DBD bleiben. Was anderes will ja scheinbar niemand. Nur diese beiden Fälle. Ich würde DBD bleiben. Können wir auch. Hey, ich habe kein Totem mehr gefunden. Ah, okay, 2 sind geblumt. Boah, ich muss auf Klo. Mario Rabbids hat niemand abgestimmt. Ja. Oh! Weg, weg, weg! Danke dir. Ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Marcel, wunderschönen guten Abend. Oh shit. Jetzt haben wir einfach 3 Segentotem. Totems. Und hier ist das Gute, das ist nicht nur ein Heiltotem, sondern gleichzeitig auch ein. Wir haben keine Kratzspuren mehr, Totem. Was spielst du heute noch so? Wir werden wahrscheinlich zu Pokémon Arceus wechseln. Hä, was macht ihr? Wo war der Ausgang? Oh fuck, wo war der Ausgang, Chat? Mach den Ausgang auf! Bro, Alter! Gut, dass ihr da hinten seid. Mann!
Wer macht denn den Ausgang auf 99 und haut dann ab? So eine Scheiße. Oh nein. Wow, jetzt schlägt er mich. Nur einer von euch muss mich holen. So, ich habe sogar schon aufgemacht. Okay. Oh, vielen Dank, Leute. Ja, erstmal Bodyblock. Du brauchst keine Wette mehr aufmachen. Ja. Ich lasse dich doch nicht im Stich. Vielen Dank, Mann. Oh. Ich gehe jetzt ganz kurz auf Klo und dann spielen wir Pokémon Arceus, oder? Zerstöre 8 Totems. Das ist easy. So. Ganz kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Thank you.